Hallo Freunde, für den letzten Boss nochmal eine extra Folge. Ich habe extra wirklich gedacht, dass es vielleicht der letzte Part wäre, aber okay, der eine Titan, der hat mir so viel Kraft gekostet, dass ich jetzt an ihn hier hänge. Ich werde jetzt. Ich weiß nicht, ob ich ihn eben hatte oder nicht, weil das war so komisch. Ich schieße jetzt einfach immer wieder einen Pfeil mal und so. Mal dann und dann und dann. Und dann zum Beispiel jetzt. Ich muss aufpassen, dass ich sein Pfeil nicht immer mitziehe. Und ich habe es schon wieder getan. Oh, alles klar. Sehr komisch. So. Werden wir jetzt zack ausweichen. Nein, nein. Komm. Lol. Er hat mein. Also ich habe ihn getroffen, aber seine Seele nicht. Ich habe ihn hundertprozentig getroffen. Das heißt, ich muss seine verdammte Seele treffen. Okay. Aber ich habe länger durchgehalten als sonst. Jetzt habe ich wieder vergessen, X zu drücken, auszurollen. Das muss ich natürlich nach jedem Pfeilschuss von ihm machen, weil sonst habe ich echt verkackt. So. Mann! Diese verdammten Blitze, ne? Oh, ich achte nicht auf diese Blitze. Machen wir es nochmal. So, ausgerollt. Lol. Keine Ahnung, wie der funktioniert, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob meine Theorie richtig ist mit den komischen, mit der Seele treffen da. Aber eine andere Möglichkeit fällt mir echt gerade nicht ein. Ah, alle, ich war an der Ecke eingefangen. Freu dich über meinen scheiß Pfeil. Lol, wie geht er? Wie geht er? Ach Mann, was ist denn los mit ihm? Oh. Wenn ich wüsste, wie er funktioniert, dann wäre ich glücklich. Nein, er hat meinen Pfeil, er hat meinen Pfeil. Ich darf ja keinen Pfeil ziehen. Ich muss ja aufhören, zu blitzen. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Oh, wie geht er? Wenn ich das wüsste, dann würde mich das schon ein bisschen erleichtern. Geht doch nicht! Ich schieße jetzt einfach immer random einfach mal auf ihn rauf und irgendwann habe ich schon ihn getroffen. So, erstmal warten, dass er schießt. Zack. So, natürlich daneben und gleich voll im Blitz springen. Ist das hohl? Mann, Mann, Mann. So. Hey! Oh.
dass ich immer wieder diesen gleichen Fehler mache. Wenn er schießt, nicht auszuweichen. Lol, lol. Alter. Titan Souls. Okay, ich habe ihn geschafft. Ich habe ihn einfach mal geschafft. Ist so. Richtig geiles Spiel. Also Leute, ich empfehle es euch weiter, wer richtig Bock hat auf eine richtig geile Herausforderung, soll sie annehmen. Also dieses Spiel. Alter, es waren ein paar Rage-Momente da, auch mal ein paar glückliche, lustige auch, aber danke, dass ihr es überstanden habt mit mir zusammen auf jeden Fall. Ah, ist das geil, ich habe es geschafft, jeden einzelnen Boss, ich freue mich wie ein Schnitzel gerade, und hier haben wir die Credits gerade im Bildschirm. Ah, ist das herrlich, ist das herrlich, ich habe ihn geschafft. Das ist doch schön. Ja. Also ich habe daraus gelernt. Ich bin besser geworden in dem Spiel als wie mein ersten Mal auf jeden Fall. Ihr hättet mal das mitbekommen müssen, wenn ich es blind gespielt hätte. Okay. El Hanan, oder wie er hieß, keine Ahnung, der Ritter. Er hat es auf jeden Fall gezeigt, wie man, ja. Also, ne. Ich fand's lustig. Jetzt haben wir einen Black Screen. Oh, da haben wir ihn. Wir haben 16 getötet, haben 140 Tode, 1 Stunde und 45 Minuten und 47 Sekunden. Okay. Mir hat diese große Tür hinter der Seele keine Ruhe gelassen. Also das heißt, ich habe ein bisschen recherchiert, was es mit der Tür auf sich hat. Und es gibt wirklich noch zwei Bosse, die ich echt noch nie gesehen habe. Also ich gehe da jetzt gerade mal hin. Ich bin total entsetzt gerade, dass ich die nie gefunden habe. Also die, so wie die hier in der Ecke sind, ne? Also auf der linken Seite wisst ihr, dass es da hinten nicht weitergeht. Da war ich ja mal kurz, hab geguckt, oh, geht's so weiter? Aber hier auf der rechten Seite ist eine Treppe nach unten. Ja, wie ihr seht, ne? Ja. Ich Idiot, hab's einfach mal verpasst und hab dann nicht geguckt. Links gucken, aber rechts nicht. Okay. Ja, genau. Und ja, mal sehen, was hier auf mich zukommt. Also, die Bosse, wie gesagt, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Hier sind sogar zwei. Okay, dann hoffe ich mal, dass es die letzten beiden sind. Also, ich habe mir nur die Wege zeigen lassen. Aus dem Internet auf YouTube habe ich geguckt. Und was mich jetzt erwartet, I don't know. Keine Ahnung. Gut. Es ist eine Maske. Okay, dann bin ich echt mal gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Natürlich habe ich vergessen. Was jetzt? Genau. Freunde. Da bin ich mal gespannt. Wow, wow, wow. Okay. Schwachpunkt. Alles klar. Simpel. Ziemlich simpel. Also der Schwachpunkt ist hinten um seinen Rücken. Also würde das doch gehen, wenn ich den Pfeil jetzt hier hinschieße. Genau, Ausweich. Wow. So. Und jetzt. Oh, na, verdammt, das war zu dicht an Dings. Nochmal aufsammeln. Da hinten an der Wand dran. Und jetzt. Lol, doch nicht. Warum klappt das nicht so, wie es will. Ja doch, ich hätte noch eine andere Lösung.
So. Nein, das war falsch. Einmal so machen. Da er ja nach links zuerst geht, werde ich es den Pfeil an mir ranziehen. Dann beschwöre ich ihn ja. Und während er jetzt. Zack! So geht's auch, okay. Bingo. Eine Leichtigkeit. Man muss halt nur die Schwachstelle bei jedem Boss rausfinden, denn. Ja. Ist eigentlich ziemlich easy. Also, wenn man von jedem Boss. Was war das denn? Das war eine Maske oder was war denn das gewesen? Lol. Okay, dann werde ich jetzt erstmal nach rechts gehen, aber hier geht es nicht weiter. Okay. Wie viele Statuen sind denn das überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wie viele Bosse haben wir gekillt? Zählt meine Seele auch als Boss? Ich weiß es nicht. Also von den Titanen? Weil sonst werden das ja. Dann wären es immer noch 17. Oh, hier geht's rein. So, ich glaube ja. Ja, doch. Oh, was ist denn das? Nix. Es sieht einfach mal so aus, als wenn ich dagegen schießen muss oder sonst irgendwas. Okay. War gerade echt verwundert. So, dann muss ich jetzt erstmal hier lang. Also den Weg da eben in der Wand rein, den habe ich auch durch diesen Video, wie gesagt. Ich habe mir ein Video angeguckt. Also nicht wundern, warum. Oh, ich weiß ja gar nicht, wo es lang geht. Und wie gesagt, sofern der Boss angefangen hat, habe ich vorgeskippt und. Ja, also jetzt bin ich ja schon wieder blind. Also hier weiß ich jetzt nicht wo lang, links, rechts, keine Ahnung. Ich gehe mal. Du hast gefunden, was du gesucht hast. Du hast den zweiten Gott getötet. Ja, hab ich, glaube ich zumindest. Den, der meinen Platz genommen und die vier Wächter geschaffen hat. Der zweite, wer ist denn der zweite gewesen? Lol. Die anderen Titanen waren. Spät in der Nacht. Einst verlorene Seelen. Das ist spät in der Nacht gerade. Ich werde aber eine fixe Folge hier aufnehmen und dann. Auch Menschen, so wie du. Okay, ich war auch mal ein Titan. Ja, oder bin einer gerade. Ich bin ein Jäger. Aber keine so überzeugten Mörder. Lol. Lol. Es hat sich gerade ein Auge geöffnet. Lol, das ist eine Statue, sehe ich gerade. Ey, das ist ein Gesicht hier. Jawohl. Hauptsache. Okay. Akzeptiere ich. Nice. Dann müsste ich ja jetzt alles haben, oder? Oh, keine Ahnung. Zurück zum Titelbildschirm. Jupp. Und einmal alles beschissen beschleunigen. Einmal dann hier rauf. Und. Ja, mal gucken, ob ich jetzt da reinkomme. Also, es wurde mir gesagt, es wurde mir gesagt, ich habe es gesehen auf jeden Fall, dass hier die letzten beiden waren. Ich weiß nicht, 18 müssten es, glaube ich, gewesen sein. Ich habe jetzt nicht auch genau nicht auf den Counter von den Spielstand geguckt von den Typen. Ob das nur 18, 19, 20 Gegner waren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es die letzten beiden Punkte waren. Mann, 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 ist das spät. Mitten in der Nacht erstmal eine Aufnahme machen, weil mir das keine Ruhe gelassen hat. Ich konnte vorher einfach nicht schlafen. Aber da hoffe ich mal, dass ich es jetzt gucken, ob ich das schaffe mit dem Endboss. Oder ob das überhaupt hinhaut. Vielleicht, ja, Folge 7, okay.
Vielleicht schneide ich es ja. Okay, es ging ja ruckzuck, dass ich es mit in der Folge 6 mit reinschneide, weil die geht ja nur 10 Minuten. Ja, ich glaube, das werde ich machen. Also mal gucken, wie schnell ich jetzt den Endboss schaffe. Also es liegt jetzt an mir auf jeden Fall. Ich habe dieses Spiel trainiert, also nach dem Let's Play. Ich habe das Spiel nochmal zweimal durchgespielt, weil ich voll Bock drauf hatte. Hatte ich, glaube ich, auch gesagt gehabt in Folge 6. Also ich habe richtig Bock zur Zeit auf den Spiel. Nachdem ich das durchgespielt hatte und. Ja, zweimal danach mal instant durchgespielt. Also die Bosse habe ich jetzt sogar schneller hinbekommen als, ja, vorher auf jeden Fall. Und außer Ritter Eldanan, mit denen hatte ich. Alter, das ist mitten in der Nacht, Alter. Sorry, das tut mir so leid. Ich versuche jetzt erstmal nicht mehr zu gehen. Und ich muss nachher wieder arbeiten. In 2 Stunden. Das heißt, ich kann ja gleich wieder aufstehen, kurz schlafen legen, aufstehen und ja, das war's dann auch. Arbeiten und nach der Arbeit erstmal die ganzen Videos alle bearbeiten und zusammenschneiden. Also ich hänge den ganzen Tag auf jeden Fall. Denn nach der Arbeit habe ich manchmal Tage, komme 16 Uhr von der Arbeit nach Hause, also 15 Uhr, habe dann noch 1 Stunde Zeit, mache mich frisch, esse kurz was und dann ab 16 Uhr, ja, heißt es bei mir nur noch Videos. Einen Tag habe ich von 16 bis 23 Uhr und die Tür geht auf. Nur Videos bearbeitet. Wahnsinn, ist das geil. Oh, mal gucken, was auf mich zukommt. Lol, was war das denn? Wahrheit. Jo, was? Achso, ich habe mich schon bewegt. Jo! Was muss ich? Achso, da bestimmt rein, oder? Alles klar. Man kann ja auch übertreiben. Okay, da passiert nichts. Alter. Wie soll denn der funktionieren? Lol. Lol. Ich bin tot. Wie soll denn der funktionieren? Jo, instant tot gefahren. Ich bin gerade echt überfragt, Leute. Ja. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss. Lol. Wie er mich auch immer instant überfährt. Ja, Freunde, dann werde ich das so machen. Dann werde ich die Folgen zusammenschneiden auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen. Oh, hoppla. Werde ich erstmal beenden. Dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt Folge 7. Bis gleich auf Folge 7. Ciao.